Shalom Aleichem. Ein weiterer Teil zur Siebenheit. Mal schauen, wie weit wir kommen. Heute seit ein paar Stunden angefangen, der erste Tag der Woche, eine neue Woche. Und da bietet sich doch an, einmal über diesen ersten Tag, über diese erste Sphira, noch einmal ein bisschen zusammenführend zu wiederholen, was bisher so gesagt wurde, hier und da vielleicht noch was zu ergänzen. Nachdem jetzt über 5 Stunden ungefähr so eine Art grober Überblick versucht wurde zu geben, schauen wir mal, wo jetzt hier das Konzentrieren auf wirklich einen einzelnen Aspekt dieser Siebenheit so hinführen wird. Und so Gott will, dann zu jedem der sieben Sphirot ein solcher Teil, hoffentlich nicht ganz so lang, aber mal schauen. Fangen wir vielleicht an mit einer Sache, die schon mal angeklungen ist bisher, aber noch nicht so viel zugesagt wurde, nämlich der Aspekt der Siebenheit, dass auch die sieben Doppelzeichen des hebräischen Alphabets diesen sieben Sphirot zuordnenbar sind jedenfalls. Da haben wir schon zum P, zum fünften was gesagt und ein ganz, ganz bisschen vielleicht zum Taf, zum letzten, zum siebten. Da kommen wir vielleicht nochmal drauf zurück, dann bei entsprechender Stelle. Jetzt also erstmal der erste, dieser Doppellaute, dieses Doppelzeichen Bet, Wet, B und also B und W. Und das also dieser ersten Sphira zugeordnet ist, damit also auch der Figur des Avraham, dem ersten Schöpfungstag insbesondere, und darauf können wir vielleicht ein bisschen eingehen. Vorneweg, wir reden hier nur von diesen sieben sogenannten unteren Sphirot. Das haben wir von Anfang an sozusagen eingeschränkt und wollten und wollen nicht von den ersten oberen drei, beziehungsweise in gewissem Sinne vier, sprechen. Natürlich hier und da klingt das ein oder andere an davon, aber auch wenn wir jetzt hier von der ersten Sphira im Sinne des ersten Schöpfungstages reden, reden wir eigentlich noch nicht von den ersten ein, zwei Versen der Bibel, sondern wir beginnen, sagen wir mal, um so eine schematische Trennlinie zu definieren, wir starten ungefähr bei dem Yehi Or, also, oder bei dem Vayomer Elohim Yehi Or. Und es sprach Elohim, die Mannigfaltigkeit des Ewigen, des Göttlichen, es sei Licht, es ist Licht, Vayehi Or. Und es ist Licht, und es wird Licht, und es war Licht, wenn man es im dieser Vergangenheitsform lesen möchte. Da ungefähr startet das, was wir jetzt als den ersten Schöpfungstag bezeichnen. Das, was vorher ist, da könnte man viel zu sagen und da wird viel zu gesagt. Allein zum allerersten Wort der Schrift, diesem Bereshit, da sind Bücher und Regalreihen voller Bücher geschrieben worden, aber ich jedenfalls bin hier nicht in der Position, darüber irgendwas zu sagen, vor allem nicht in der Öffentlichkeit. Überhaupt gibt es diese Tradition, schon einmal glaube ich erwähnt, dass über diese Maase Vereshit, diese Dinge des Anfangs, des Urbeginns, des Urprinzips, eigentlich nur in einem sehr viel intimeren Rahmen gelehrt, geredet, zusammen gelernt werden kann dazu, darüber. Und dieser intime Rahmen ist sicherlich nicht das, was man ein YouTube-Video nennen kann. Also versuchen wir, immer im Hinterkopf zu behalten, dass vor diesem ersten Schöpfungstag, wie wir jetzt darüber reden, schon einiges angesiedelt ist. Und wenn wir von vorher sprechen, auch natürlich wieder der Hinweis, Ein Mekdamu Me'achar BaTorah, es gibt kein Vorher und kein Nachher in der Torah. Wir reden also von einer sehr tiefen Schicht dieser Schöpfung, die in diesem ersten Schöpfungstag repräsentiert ist. Aber es ist nicht die letztgültige, letzte, tiefste Schicht oder dergleichen. Dieses Ganze, wenn wir uns dem überhaupt nähern, ist ohnehin unergründbar für uns einfache Menschenwesen hier unten. Aber man könnte noch ein bisschen tiefer vordringen, wenn man eben diesen sehr viel intimeren Austausch, diesen intimeren Ansatz geht, wählt. Aber das nun vorneweg, das sei also ausgeklammert hierfür. Aber doch im Hinterkopf behalten, dass man weiß, worauf man sich hier beschränkt.
Trotzdem bietet es sich vielleicht an, diesen ersten Satz der Bibel oder das erste Wort und den ersten Laut, darauf geht es hinaus, doch einmal ein bisschen näher anzuschauen. Denn das ist eben auch dieses erste Doppelzeichen, dieser erste ambivalente Laut von den sieben und eben diesem ersten Schöpfungstag, folgerichtig sozusagen zugeordnet. Bet und Vet. Wir konzentrieren uns hier jetzt auf die Bet, also auf sozusagen den rechtsseitigen Klang dieses Zeichens, das explosiv oder plosiv sprachwissenschaftlich, wo also dieses B, dieser bilabiale Laut, also mit beiden Lippen gebildete Laut, durch ein plosives, durch eine Explosion von Luft, durch die plötzlich sich öffnenden Lippen zustande kommt. Das Vet demgegenüber, also die linke Seite dieses Doppelzeichens, ist auch mit den beiden Lippen bilabial gebildet, aber dort ist es kein Plosiv, sondern es ist ein Reibelaut, ein Frikativ, wie man es dann auch nennt, wo also durch einen sehr engen Spalt dieser Lippen schon der Luftstrom hinaus befördert wird. Und um zu unterscheiden, das Bet vom P, also das B vom P, sei nur kurz darauf hingewiesen, dass eben das B und das Bet die stimmhaften Varianten dieses Bilabialen sind, während das P, was eben an fünfter Stelle dieser sieben Doppelzeichen auftaucht, das Äquivalent, bilabiale Äquivalent, aber dann als stimmloses, also ohne ein Schwingen der Stimmlippen, wie man es dann physiologisch beschreibt, zustande kommt. Also dieses Bet, Vet ist, da haben wir schon jetzt was eben zugesagt, gerade dadurch gekennzeichnet, dass die Lippen, während diese Stimmlippen, also da, wo der Stimmlaut, der Klang überhaupt, der Luftstrom überhaupt seine Grundgestalt erhält, in der Kehle, da wo die Stimmbänder sind, das was zu schwingen beginnt, das wird auch wirklich in Schwingung versetzt, im Gegensatz zu diesem P, den stimmlosen Varianten solcher Laute, wo diese Schwingung reduziert oder gar nicht, quasi fast nicht vorhanden ist. Also das Vibrieren, diese Schwingung ist sehr hoch und dann kommt der Luftstrom in den Mundraum, in den Innenraum des Mundes und dort sind es dann gerade die Lippen, die für die genaue Formung dieses Lautes zuständig sind, im Unterschied zu anderen Zeichen, zu anderen Konsonanten, wo dann zum Beispiel die Zähne oder der Gaumen oder weiter hinten der Rachenraum, also der Kehlraum und dergleichen mehr Anteil haben. Und immer ist auch die Zunge mehr oder weniger beteiligt. Also die Zunge an sich hat dann auch nochmal bestimmte Laute, die fast nur von der Zunge gebildet werden. Aber gut, wir müssen jetzt nicht ins sprachwissenschaftlich oder phonetisch, phonologische so allzu sehr gehen. Aber gerade bei dem Bett wollen wir schon ein bisschen drauf eingehen. Auch wenn wir da vielleicht etwas vorgreifen, was einmal in einem etwas umfangreicheren Sinne erläutert werden könnte, wenn es um die Vokale geht, die nämlich noch nicht so im Rahmen unserer Alphabetreihe weit ausgeführt wurden, aber natürlich auch noch tiefe Tiefen in sich bergen. Das ein oder andere wird davon hier schon anklingen, aber ich versuche es ein bisschen zu begrenzen. Zunächst also das Bett. Das Zusammenspiel der Lippen, beide Lippen, bilabial und der Plosivlaut, das plötzliche Öffnen dieser Lippen, das ist es, was diese Chesed, diese erste der Sfirot, diese erste Sfira, was auch Abraham gegenüber seiner Herkunft aus der Familie der Götzendiener ausdrückt, was das Wesensmerkmal in dieser Siebenheit, von dieser Eins in dieser Siebenheit ist, dass eben ein Durchbruch aus dem Nichts gewissermaßen sich zeigt, offenbar wird, in die Erscheinung tritt. Deswegen ist ja auch das Bet der erste Laut überhaupt der ganzen Bibel. Nicht die Aleph, denn diese Aleph ist noch dieser geradezu stumme, nahezu stumme Laut, sagen wir mal, der nur mit Hilfe des Vokals wirklich hörbar werden kann, indirekt sozusagen. Aber das Bet ist dann dieser Laut, mit dem wirklich die erscheinende Welt, das Haus, das Beit eben der Welt seinen Ursprung findet, sein Fundament hat. Und dieses Bet also, Bereshit, im Urbeginn. Bereshit bara Elohim et ha-Shomayim et ha-Aretz.
Tohu Vavohu Elohim. Das ist so diese Grundkonstitution, die quasi noch vor dem eigentlichen Durchbruch des ersten Tages in der Erscheinung dann besteht. Aber weil eben an diesem ersten Tag dann in Erscheinung tritt, was vorher schon als Prinzip, als Potenzial angelegt ist, ist eben schon in diesem allerersten Wort des ersten Verses, in diesem Bereshit, eigentlich alles enthalten. Die ganze Schöpfung sozusagen, eben in diesem Reshit, Bereshit, im Urprinzip. Und ich wollte nicht so weit darauf eingehen, aber es sei nur kurz erwähnt. Auch kann man eben den Satz so lesen: Bereshit bara Elohim. Und da ist dann dieses Elohim als bereits sozusagen im Akkusativ grammatisch ausgedrückt aufzufassen, sodass also aus dem Urprinzip heraus oder vermöge des Urprinzips erschafft er, der Unnennbare, der mit keinem Namen dort in dieser Übersetzung anzutreffende, dort erschafft er Elohim, die Gottheit. Also dort erschafft sich selbst sozusagen erst die Gottheit als etwas Nennbares, eben erst einmal als diese Mannigfaltigkeit vom Elohim, dieses Elohim, dieser Gottesname, der erste, der in der Schrift auftaucht, den man zum Beispiel auch herleitet von dem Wort Ele, also von Ele. Ele heißt sowas wie dieses und jenes, also eher dieses. Aber es ist eben die schon eine Mehrzahlform davon. Also Se und Seut ist das dieses in Einzahl und Ele ist dann die Mehrzahl, wenn man auf etwas zeigt und sagt, diese und diese und diese. Aber eben nicht das Entfernte, sondern das hier Vorhandene. Also das Entfernte wäre dann Hahem oder sowas. Hahem. Aber das wäre jenes im Deutschen zum Beispiel oder im Englischen those. Aber Ele ist eben diese, these im Englischen. Und das wird jetzt aber in diesem Gottesnamen noch einmal mit diesem Yod-Mem Pluralendung noch einmal in noch mehr Plural sozusagen gesetzt, sodass man sagen kann, Elohim ist Elohim, also all die Mannigfaltigkeit von dem, was man als hier vorhanden benennen und auf es zeigen kann. All das zusammen, aber das nun wiederum als Einheit begriffen, denn Elohim ist eben ein Wort, was zwar aussieht wie Plural, was aber Singular, Einzahl ist. Elohim, also Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ist eine Einheit, unsere Gottheit. Und dieses Elohim ist also die völlige Maximierung von Mannigfaltigkeit, von Vielheit, dennoch als Einheit begriffen. Das ist die erste Erscheinungsform des Göttlichen, wie sie uns erscheint in der Heiligen Schrift. So könnte man also sagen, es ist geradezu natürlich, dass den primitiven Menschen zunächst einmal die Einheit allen Seins als ein Ausdruck des Göttlichen, als der Ausdruck des Göttlichen aufleuchtet, wenn er sich in die Schöpfung, in die Natur versenkt, sodass eben dieses Gefühl der Alleinheit, so was wie, was man vielleicht als ein ozeanisches Gefühl bezeichnet, wie als ob man nur ein Tropfen im weiten Ozean ist und alles eigentlich zu einem selbst gehört, man zwar irgendwie so eine Art Priorität für seine Perspektivenposition hat, aus der man es alles wahrnimmt, aber doch ist man irgendwie alles und man nimmt sich als dieses alles wahr. Es wird von vielen in verschiedenen Zeiten, verschiedenen Kulturen von Menschen als so eine Art erstes mystisches Erleben beschrieben, dieses sogenannte ozeanische Gefühl. Und vielleicht drückt sich eben genau da dieses Erleben des Göttlichen als Elohim aus. Und zum Beispiel jemand wie Alfred Liebezahl, sein Andenken zum Segen, übersetzt dann Elohim auch ganz gerne, ein bisschen provokant wahrscheinlich mit Absicht, als Eloah Yam, als die Göttin des Meeres. Und das Meer Yam, weiß nicht, haben wir vielleicht schon mal was zu gesagt, jedenfalls so, ist ja diese Endung Yod-Mem, die dann auch der Plural ist, wenn man es als Suffix versteht, aber als Wort, als Einzelnes ist es eben Yam, das Meer, also das große Potenzial all des Maim, des Wassers. Maim ist ja auch
Das Wort Yam könnte man sagen, Miyam, Maim, Miyam, Maim. Das Wasser ist das, was vom Meer her kommt. Das Meer ist eben das Potenzial für alles Wasser, für alles Wässrige, also für das, was wir als Menschen hier als Zeit erleben, in jeder Form kennen. Nicht nur in dieser Form der linearen fließenden Zeit, die dann schon eher der Fluss, der Strom ist, der immer weiter fließt, sondern eben das Meer als Potenzial, wo einfach erstmal alles ist. Strömungen, ja, aber auch einfach nur große Mengen, also auch Seen oder dergleichen, also stille Gewässer sozusagen, werden in gewissem Sinne auch als Meer bezeichnet. Ansammlungen von Wasser, die ist dann auch am dritten Schöpfungstag nochmal näher. Ja, da können wir vielleicht dann an der Stelle noch was zu sagen, so Gott will. Jedenfalls das Meer als dieses Urpotenzial aller Art von Zeiterlebens, auch diese Art von Zeiterlebens, die dann im Himmel gesehen, erlebt, gefühlt wird, dieses Shomaim, Himmel, was auch als Shomaim, dort, Sham ist Maim, dort ist auch Wasser, auch oben im Himmel ist Wasser. Und das ist halt dieses befreitere, auf dem höheren Spiralrund, leichter gewordenere Erleben von Zeitlichkeit, nicht mehr eingezwängt hier in der materiellen Form, sondern eben befreit von dieser strikten Linearität, von diesem beraubenden Charakter von Zeit, wie sie hier in unserer Welt des Todes eben immer dieses, ja, Beraubende an sich hat, sondern Zeit einfach als ein Ordnungsprinzip von Erleben sozusagen. Und das Meer, also das Yam in diesem umfassenden Sinne, in diesem geistigen Sinne begriffen, ist einfach das ganze Urpotenzial, was auch ein chaotisches Moment in sich birgt. Deswegen gibt es auch in fast jedem Mythos dieses Erzählen von der Urflut, von dem Urozean, von dem Urchaos auch. Tehom taucht dann auf in diesem eben rezitierten Bibelvers. Tehom, also Choshek al Pnei Tehom, die Dunkelheit liegt über dem Angesicht, über der Oberfläche des Tehom, des Abgrundes wird es dann übersetzt. Tehom, Tehomot, also eine Art Pluralversion von diesem Tehom, Tehomot, ist dann auch das, was man in anderen Kulturen in diesem Nahen Ostenbereich, sagen wir mal, zumindest vermeint wiederzufinden als Tiamat. Ich glaube, im so sumerisch oder babylonischen, so, damit kenne ich mich nicht wirklich genug aus. Also auch so ein, diese Urmutter im Sinne des Urchaos, aus dem dann alle Ordnung auch erst hervorgehen kann, durch das ordnende Eingreifen eben des Schöpfergottes, der Schöpfergottheit. Diese Urfluten werden dann auch in mythischen Bildern wie dem Leviathan zum Beispiel, so diesem Drachen des Urozeans, der Verkörperung dieses Chaosprinzips noch in schönen Bildern ausgemalt. Und wir haben schon mal gesagt, dieser Leviathan wird aber auch als das gesehen, auf dem diese ganze Erde, diese ganze Schöpfung ruht. Also auf diesem Urchaos, dieser auch Widersachermacht in dem Sinne, die das Chaos als Widersachermacht gegenüber der Ordnung, darauf basiert trotzdem diese ganze geordnete Schöpfung auch. Und man sagt dann, sobald dieser Leviathan nur eine Flosse bewegen würde, würde diese ganze Welt zusammenbrechen, würde hier alles, würde dieses Chaos durchbrechen und alle Ordnung verschlingen gewissermaßen. Auf diesen sozusagen wackeligen Beinen steht, fußt also diese ganze Schöpfung in der Ordnung, wie sie sich uns zeigt, in dieser wundersamen Ordnung, was die Naturwissenschaften bis in die minutiösesten Details zu untersuchen bestrebt sind. Und Wissenschaftler, die wirklich aufrichtig mit soweit es eben geht, reinem Herzen sich diesen Art von Wissenschaften widmen, die finden dann auch darin Gott im wirklich umfassendsten Sinne. Sie mögen andere Wörter dafür benutzen, aber wenn man mit solchen Menschen spricht, hat man eigentlich keinen Zweifel daran, dass auch sie in dieser Sehnsucht nach dem Ewigen ihre Umwelt betrachten und sich als Teil dieser Umwelt erleben und es als ein Geschenk erleben, hier sein zu dürfen und diese Wunder sehen zu dürfen. Diese Ordnung eben, die ihre Genese eben erlebt in diesen 7 Schöpfungstagen und in dem, was vorher ist, was wir jetzt kurz umrissen haben, ist eben dieses ganze chaotische Urpotenzial anwesend, aus dem dann sozusagen geformt wird die Ordnung.
In einer berühmt-berüchtigten Jesaja-Stelle heißt es dann ja auch, grob übersetzt, er schafft, also er, Gott der Ewige, er schafft die Finsternis und formt das Licht. Also die Wörter dann, die Wurzel Bore, schaffen die Finsternis und dann die Wurzel Yotzer formen das Licht. Sozusagen aus der Finsternis formt er das Licht. So ist eine Deutung. Gibt natürlich auch andere Deutungen, wie zum Beispiel das Licht ist immer schon da, die Dunkelheit muss erst geschaffen werden. Das Licht ist sozusagen dann dieses Urlicht, was noch vor der Schöpfung ist, was dann hier in die Schöpfung hinein erst geschaffen wird und dadurch entsteht eben diese Choshech, diese Dunkelheit, die Finsternis. Und dann wiederum aus dieser Finsternis, durch die Formung des so entstandenen chaotisch-materiellen, wird dann wieder sichtbar das Licht. Also eine andere Deutung. Aber im gleichen Atemzug wird eben auch gesagt, in dieser Jesaja-Stelle, wie er die Finsternis schafft und das Licht formt, so schafft er auch das Böse und formt daraus das Gute oder den Frieden. Ich habe jetzt nicht genau den Wortlaut parat, aber so wird immer dieses, sagen wir, das Erstgeburtsmoment der linken Seite, der anderen Seite zugesprochen, während dann die rechte Seite für uns, wie wir es hier vorgesetzt bekommen als diese Schöpfung, die uns umgibt, dessen Teil wir sind. Hier ist eben die wahre Erstgeburt, das Gute, das Licht, das schon immer ist und immer sein wird, trotzdem das, was erst als zweites erscheint, aus dieser Finsternis heraus sozusagen. Und auf diese Dinge werden wir sicher noch einmal in anderem Zusammenhang immer mal wieder kommen. Jetzt sei nur so viel davon festgehalten, dass eben vor diesem eigentlichen ersten Schöpfungstag, der dann in Chesed, in Avraham, repräsentiert ist als dieses Yehi Or, es werde Licht, ist also schon alles, was mit diesem Bereshit, mit diesem im Urprinzip einhergeht, schon alles darin konzentriert, wie in diesem Nullpunkt, geometrisch gesprochen, enthalten ist, was sich dann erst entfaltet. Und dieser Durchbruch in die Erscheinung hinein ist dann das, wo Gott gesprochen hat. Und Gott am Sprechen ist, eigentlich ist es die imperfektive Form, wenn gesagt wird, bei Omer Elohim, also und es ist am Sprechen die ganze Zeit sozusagen, unabgeschlossen, imperfekt eben, die Mannigfaltigkeit des göttlichen Elohim, Yehi Aur, es sei am Werden das Licht. Das Licht ist die ganze Zeit am Existieren, unabgeschlossen, in völliger Entfaltung immer vorhanden sozusagen. Und Vayehi Or, und es wurde Licht. Könnte man aber auch so sehen, es wird einfach derselbe Satz noch einmal wiederholt, mit einem Waff, mit diesem Wa verbunden, mit diesem Und. Also es wird das eine Licht, es ist das eine Licht und es ist das andere Licht. Es ist das obere Licht und das untere Licht. Zu diesen Verhältnissen haben wir auch schon manches gesagt, mit den Stichworten, Schlagworten. Abschattung und Abschattung von der Abschattung, wie sich dieses Urlicht des ersten Tages immer weiter im vierten Tag zersplittert in die vielen Himmelslichter, noch einmal zeigt als diese Abschattung und dann im siebten Tag in unserer Welt hier, die uns umgibt, in der wir stehen als Menschen, da dann schon nochmal als Abschattung von der Abschattung. Das also alles schon angelegt in diesen ersten paar Sätzen der Bibel, in diesen ersten drei Versen, die wir jetzt hier was gesagt, zu denen wir jetzt was gesagt haben. Also der erste Vers, wo eigentlich alles schon enthalten ist, bis hin zu den Auslegungsmöglichkeiten, dass sogar Gott als etwas, was überhaupt erst benannt und erscheinen, benannt werden kann und erscheinen kann, Elohim, sogar das wird erst erschaffen sozusagen in diesem ersten Satz, Bereshit bara Elohim, et ha-shomayim, et ha-oretz. Und die Shomaim und Ha-Oretz, und da könnte man auch noch so viel zu sagen. Ich habe schon viel mehr jetzt wieder doch gesagt, als eigentlich ich mir vorgenommen hatte. Aber es ist ja noch nicht wirklich in die Tiefe gehend, das sei nur eben angemerkt. Zu Shomaim haben wir sowieso schon viel gesagt. Auch zu dem Et, zu diesem Aleph Tav haben wir schon manches gesagt. Und zu Oretz, zur Erde, sei nur noch angefügt, dass man es auch von der Wurzel Rutz oder Rotzeh, Razzah ableiten kann. Also
Laufen und Wollen, was natürlich beides auch irgendwie zusammenhängt, das Laufen, das sich bewegen in eine Richtung, ist eben der Wille, der irgendwo hinstrebt. Und Oretz mit dem Aleph davor könnte man also als eine Form von Ani, also von Ich, die Ich-Form von diesem Wollen, von diesem Hinlaufen zu etwas sehen. Die Erde in diesem Sinne ist also nicht nur irgendwie diese irdene Landschaft und Natur, die wir um uns haben, sondern alles Erscheinende, eigentlich das ganze physische Universum, könnte man sagen, ist diese Oretz, dieses Ich will. Alles, was mit diesem Laufen, mit diesem Willen, mit diesem Hinstreben zu etwas versehen ist, mit diesem Impuls zur Bewegung, könnte man auch sagen, all das ist Oretz. Eretz, das Wort für Land, ist ja eigentlich genau gleich geschrieben, nur anders vokalisiert. Das ist alles von dieser Wurzel des sich bewegenden, zu etwas hinstrebenden Willens eigentlich abgeleitet. Das also zum ersten Vers. Dann der zweite Vers, eben dieses Tohu Vavohu, Elohim. Also, und die Erde war Tohu Vavohu, da könnte man auch so viel zu sagen. Eine schöne Übersetzung wiederum von Alfred Liebezahl, Axel Nitschke, der, und das konnte ich tatsächlich auch im Gesenius einigermaßen nachvollziehen, also der musste gar nicht irgendwie in besonders tiefe mystische Auslegungsarten sich begeben, um diese Übersetzung zu finden, sondern er hat es wirklich durch Studium von gängigen Wörterbüchern entdeckt. Und das ist dann Tohu und Bohu als Staunen und Wundern übersetzt. Natürlich ein bisschen frei übersetzt, aber man, wer es nicht glauben kann, der möge selber im Gesenius nachschlagen und sich überraschen lassen. Also, was am Anfang war, die Erde war dieser Eigenwille, dieses Ich will, Arutz, das war oder das ist überhaupt immer in dieser aller tiefsten Schicht, die wir noch irgendwie beschreiben können in aussprechbaren Worten sozusagen. In dieser tiefsten Schicht ist der Eigenwille nichts anderes als Staunen und Wundern über was ist, über das, was ist einfach. Andere Möglichkeiten, dieses Tohu Wavohu zu übersetzen, ist halt Tohu auch von Tehom abzuleiten, vom Abgrund. Also es ist ein Abgrund, eine riesige Nichtsheit, dieses Ein, Nichts, zu dem auch schon manches gesagt wurde, als die Quelle von allem, vom Kol, vom Sein, vom Yesh, von aller Existenz. Das Ein, das Nichts, was sozusagen jenseits allen Seins dessen Quelle darstellt, dieser Abgrund, das ist auch Tohu. Und Bohu gleichzeitig dabei sozusagen, das ist ja so wie ein Zwillingswort, Tohu Wabohu. Das Tohu Wabohu ist ja ein bisschen die moderne Sprache als so ein Sprachbild eingegangen, als irgendwie Chaos und Durcheinander oder so. Aber eigentlich ist es eben dieses Paradox, was eine Einheit bildet. Tohu, der Abgrund, aber trotzdem Bohu. Bo, darin. Hu, ist er oder ist es. Alles im Endeffekt. In ihm ist alles. Der Abgrund ist, aber darin ist alles. Das Nichts ist, aber alles ist schon in diesem Nichts enthalten. Das Nichtsein ist, aber das Sein ist eben schon darin. Also, Ya'aretzaitha, Tohu, Vavohu. Choshech al pnei tahom, die Dunkelheit, die Finsternis, die Choshech ist über dem Gesicht, dem Angesicht, pnei tahom, pnei Angesicht, aber gleichzeitig auch das Innerste und all über, aber auch das Joch, also das All, genauso könnte man zumindest genauso schreiben. Man könnte also solche vielfältigen Übersetzungen auch anführen wie die Finsternis ist das Joch des Inneren dieses Abgrundes. Aber gut, hier gehen wir schon ein bisschen zu sehr in die Tiefen, deswegen sei es nur kurz erwähnt. Veruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Und der Geist Gottes, Ruach Elohim, wir haben schon gesagt, was dazu ist, auch dieser Zahlenwert 300 im äußeren Wert. Es wird dann auch gesagt, dieser Geist Gottes, Ruach Elohim, das ist auch der Moschiach schon, das ist der Messias, der schon am Urbeginn, ganz am Anfang des Ganzen da ist und der dann eben später erst immer tiefer steigt, wie diese Schrina immer tiefer mitgeht, bis ins äußerst Materiellste hinein und dann hier geboren wird, eben als der Leibhaftige.
Moschiach. Und Ruach Elohim rachefet al penei hamayim, über dem wiederum penei, über dem Angesicht der Wasser, der Maim, aber Angesicht wiederum auch Innerstes. Und dieses merachefet meist als schwebt über diesen Wassern übersetzt. Rudolf Steiner, auch sein Andenken zum Segen, führt zu diesem Wort auch sehr viel aus, dass es eigentlich so etwas wie ein Ausbrüten bedeutet. Also dieser Geist Gottes, wie ein Vogel mit seinen Flügeln, sich über diese chaotischen Wasser, über das innere Geheimnis, diese Panay, dieses Wassers, aber was dann eben auch als das Angesicht dieser Wasser, wie das Spiegelbild in dem Wasser erscheint. Also das Wasser, worein Gott blickt und sich selber darin spiegeln will. Und darüber brütet er, über dieser Widerspiegelung seines Selbst in dem Urchaos, könnte man vielleicht sagen. Und das ist dieses Merachefet. Darüber also brütet dieser Geist Gottes. Und wie an dem Wort Merachefet erkennbar, diese Taf am Ende ist das zeigt an, dass es ein weibliches Wort ist. Also Riach kann man, glaube ich, soweit ich weiß, sowohl weiblich als auch männlich antreffen in der hebräischen Sprache. Aber gerade da als Riach Elohim, als Geist Gottes in dieser ersten Erwähnung, ist es eindeutig eine weibliche grammatische Form. Also es ist die Geistin Gottes, könnte man auch sagen. Und deswegen auch dieser erscheinende Charakter eben, wie das Weibliche die erscheinende Seite ist, so eben auch der Messias, das, was von Gott hier erscheint, als der Sohn, das, was Gott, der Ewige, in der unzugänglichen Unnahbarkeit ist und was er dann hier von sich erbaut, als der Sohn, denn in der Zeitlichkeit, in die Zeitlichkeit hinein, sich ergießend. Das also die ersten zwei Verse und dann eben dieser dritte Vers, mit dem eigentlich beginnt, worauf wir hier eigentlich hinaus wollten, aber jetzt schon, ja, eine gute halbe Stunde doch Vorgeplänkel erzählt. Aber so soll es sein, abschweifen, um des Abschweifens willen sozusagen. Also dann der dritte Vers. Und dann teilt Gott das Licht von der Finsternis und benennt das Licht Tag und die Finsternis nennt er Nacht. Da könnten einem so Kleinigkeiten noch auffallen, wie dass er das Licht benennt als Tag, und zwar ist er das immerzu am Benennen. Also Vayikra Elohim Laor Yom ist mit Vayikra ist dieses Imperfekte wieder. Yikra ist die imperfekte dritte Person Singular, aber dann Vachoshech Kara Laila. Also und die Choshech, die Finsternis, Kara Laila, also Nacht. Kara ist nun nicht mehr Vayikra, sondern es ist Kara, es ist die perfektive Form, also die endgültig abgeschlossene Form. Diese Finsternis ist endgültig abgeschlossen schon als Nacht, als die Layla bezeichnet. Layla könnte man von so einer Wurzel ableiten wie umschlingen, das umschlingende, würgende in gewissem Sinne auch. Es gibt ja auch diese Sagengestalt der Lilith, könnte man da noch zu anführen, aber das würde jetzt auch wieder viel zu weit führen. Aber die ist natürlich die Nachtdämonin sozusagen, das die personifizierte Kraft und Gefährlichkeit der Nacht, dieses Umschlungenseins von der Choscher, eben von der Finsternis, die eine Art Unbeweglichkeit, Regungslosigkeit erzwingt und dadurch halt eben diese Kälte des Todes auch irgendwie andeutet, mit sich bringt. Und so sagt man ja auch zum Beispiel bei der neunten Plage über Mizraim, über Ägypten, wo die Choschech kommt, die Finsternis, die so dicht ist, dass man sie greifen kann, dass da keiner sich bewegen kann. Außer die Israeliten, die eben Licht haben, bei denen Licht ist und die können sich rühren. Aber da, wo die Dunkelheit herrscht, da kann man sich nicht bewegen. Da ist man wie erstarrt in dieser Todeskälte. Und das ist eben dieses Umschlungensein, was sich dann auch in der Layla, in der Nacht ausdrückt. Diese beiden Urprinzipien also sind ganz qualitativ unterschieden schon darin, wie sie benannt werden. Das eine ist eine Endgültigkeit, an der nichts mehr zu rütteln, nichts mehr zu verändern ist, die Nacht. Aber der Tag, das Licht, das genannt wird, der Tag, Yom, wo wir auch wieder diese 1 und die 4 als die 10 und die 40 haben, J und Mem, die aber von der Waff,
von der Sechsheit, von diesem Harten, dem Verbindungsharten, vom Menschen letztlich verbunden werden zu dieser Einheit, Yom, der Tag. Und das unterscheidet dann auch den Tag von dem Meer, von dem Yam. Da fehlt diese Sechsheit in der Mitte, die das verbindet. Es ist auch eine Einheit, aber eben die zusammengeschmolzene Einheit und dadurch dieses Potenzial, dieses große Urpotenzial an Chaos von Zeitlichkeit sozusagen, von allen Möglichkeiten zu aller Art von Zeiterleben, von aller Art der Erfüllung dieses Zeiterlebens durch Erlebnisse, durch Taten, durch Empfindungen, durch Erleben eben. Und das ist eben etwas, was hier für uns als chaotisch erscheint. Hier können wir das sozusagen nicht managen. Hier brauchen wir diese Begrenzungen, die Beschränkungen. Aber dazu kommen wir dann vielleicht hoffentlich beim Thema Yitzchok, beim Thema der Zweiheit, der Gewura, der zweiten Sphira. Denn das ist gerade diese Begrenzung, die nötig ist, um eben diesem unendlich auseinanderstiebenden Potenzial des Urlichtes von diesem ersten Tag Einhalt zu gebieten, damit aber überhaupt harmonische Form für uns erlebbar werden kann. Denn wir können nicht ertragen, dieses ungehemmte Licht, davon sind wir zerstört, wie sagt man auch, davon werden wir kaputt gemacht, wie sagt man auch, niemand kann Gott sehen und leben, denn davon zerbersten wir. Und deswegen muss diese Begrenzung, auch muss dieser Tod hier für uns herrschen, damit wir überhaupt das Leben überhaupt als solches wahrnehmen können. Und auch wenn wir jetzt scheinbar noch nicht viel zum ersten Tag oder zur ersten Sphira zumindest gesagt haben, wie wir es eigentlich angekündigt haben, steckt doch in diesem allen Gesagten schon das Wesen eben dieser Chesed drin. Dieser Chesed als dieser Durchbruch, als dieses Gnadengeschenk, was einfach kaum in Worte fassbar ist, was nur erlebt werden kann, wo man sozusagen schon den Durchbruch durch diese Welt der Siebenheit eigentlich vorwegnimmt. Das ist eben der Charakter von diesem Erleben auch Avrahams in dieser Qualität seiner, der Kraft, die er eigentlich verkörpert, wenn man ihn jetzt nicht als eine historische Figur reduziert, verunglimpft, will ich fast sagen, sondern ihn als eine Gotteskraft, eben ein Attribut Gottes erlebt und anschaut, ansieht. Und das sind ja diese Sphirot, diese Chesed, als die erste dieser sieben, ist eben das Attribut der Chesed, das Attribut dieser göttlichen Güte, Huld, Gnade, und das ist eben in Avraham uns illustriert, sodass wir es ein bisschen mehr fassen können. Und wie gesagt, es ist dieser Durchbruch schon durch die ganze Siebenheit eigentlich, also zur Achtheit, zu diesem achten Tag der Ewigkeit, der quasi die Siebenheit wieder rückverbindet mit dem, was sogar noch vor dem ersten der sieben war. Mit, wie man dann auch sagt, Malchut, die siebte, ist eigentlich schon Keter Malchut, also schon eigentlich wieder die erste der Sphira, die noch vor den sieben, also die allererste der jenseitigen, Keter, die Krone. Das ist eigentlich dann schon wieder rückverbunden. Wenn Malchut wirklich erfüllt ist mit der Schrina, was ja ein anderer Name für diese siebte der sieben ist, dann ist schon eigentlich wieder der Kreislauf geschlossen und die Krone ist wieder erlangt und der König sitzt wieder auf seinem Thron als der Gekrönte. Und so ist eben auch der Durchbruch zu dieser Schöpfung als der Schöpfung der sieben Tage eigentlich schon in sich bergend, den Durchbruch wiederum aus dieser Siebenheit hinaus, durch sie hindurch. Und so ist also Avraham eigentlich schon das über die sieben, sogar die erfüllte sieben, die siebenmal sieben hindurchgehen, die 50, also der Durchbruch in den achten Tag eben. Und so sagt man dann, so drückt man es dann in der alten Ausdrucksweise aus, Avraham kannst du erst treffen, wenn du 50 Jahre bist. Und das vielleicht auch dem einen oder anderen Leser des Neuen Testaments schon mal aufgefallen, wenn Christus also konfrontiert, kritisiert wird von den Pharisäern und Schriftgelehrten, was du sagst, weil er gesagt hat, ehe Abraham wurde, bin ich. Was? Du bist noch keine 50 Jahre alt und willst Abraham getroffen haben. Vielleicht, wenn wir es jetzt historisch sehen, die Leute, die das zu ihm gesagt haben, wussten nicht mehr genau, was sie da eigentlich sagen, aber sie hatten eben noch in Treue bewahrt, diese Tradition, dass sie wussten, Abraham kannst du nur, oder sie wussten es nicht mehr wirklich, aber sie haben noch diese Ahnung von den 50 Jahren, die mit Abraham zu tun haben. Sie haben es vielleicht schon falsch verstanden und dachten, man muss schon so alt gewesen sein, zeitlich betrachtet, dass man noch gelebt, schon gelebt hat, als Abraham noch gelebt hat. Und jemand, der noch nicht mal 50 Jahre ist, also noch ein Jungspund,
maßt sich hier an, so zu tun, als ob er noch die Zeiten Abrahams erlebt hat. Das ist natürlich dann wiederum dieses Hinabziehen der Heiligen Schrift und dieser Berichte über die Erzväter in die historische Wirklichkeit. Natürlich gibt es auch diese Dimension, aber das Wesentliche ist etwas anderes. Das Wesentliche ist, dass eben Abraham etwas verkörpert, eben ein Attribut Gottes verkörpert. Und dieses Attribut der Chesed, das kann man eben nur erleben, kennen. Diesen Abraham kann man nur kennen, wenn man selbst die 50 Jahre Shenot, die Shana, die Wiederholungen, die Zahl 2 steckt da drin, das den Kreislauf durchlaufen haben, sozusagen, ein Jahr, das mal 50, also diese 50 vollendet hat oder erreicht hat. Eben diesen Durchbruch durch hier nur 7 mal 7 Runden, eben zu dieser quasi den Kreis durchbrechen, um durchzubrechen durch den Kreis auf der niederen Dimension, sozusagen das Zweidimensionale durchbrechen, um in die Dreidimensionalität zu gelangen, wo dann der Kreis sich als ein Spiralrund offenbart. Und jedes Rund ist nur eine Ebene, aber beim Durchlaufen der Ebene bricht man dann eben durch und bleibt nicht mehr in diesem Kreislauf der 7x7 gefangen, sondern bricht zur 50 durch. Und das ist, wo man Abraham das erste Mal erlebt, diese Chesed, da weiß man, da ahnt man, sagen wir eher, etwas von diesem Urbeginn der 7 Tage, in dem schon der Durchbruch durch sie hindurch eigentlich enthalten ist. Und das ist eben Chesed, das ist Abraham. Das ist diese Bet, um wieder darauf zurückzukommen, die auch schon im allerersten Zeichen der Heiligen Schrift angelegt ist und in dem wirklichen Sefer Teure, in der wirklichen Schriftrolle, die eine wirkliche schriftliche Tora-Rolle dann auch ist, die nicht passul ist, die nicht ungültig geworden ist, nicht ein Götze geworden ist. Da ist dann dieses allererste Bett auch so groß, also deutlich größer als die anderen Zeichen geschrieben. Und nicht, weil es so, wie es in manchen späteren Traditionen dann braucht, ist, einfach nur der erste Buchstabe eines Textes ist, sondern weil es im Prinzip eben das große Haus ist, dieses große Beit. Und man kann es nicht einfach kleinschreiben. Dieses Beit ist also auch dann das, was wieder auftaucht bei Abraham. Und dieses Bett, also Bett, wo sich die Lippen öffnen, vorhin schon die Andeutung gegeben, dass es auch was mit den Vokalen zu tun hat oder zumindest dahin führen könnte, auch mal darüber zu sprechen. Denn es hängt alles daran, was es mit den Lippen in der mystischen Sichtweise auf sich hat, dass in den Lippen sich Himmel und Erde widerspiegeln, indem die Oberlippe die Himmel sind, Shomaim, ein Dualwort, mit diesem A-I als Endung. Und die obere Lippe durch diese, wir haben schon davon geredet, durch dieses, wo der Engel seinen Finger draufgeschlagen hat, wo diese kleine Kuhle oder Furche in der Oberlippe dem Menschenantlitz aufgeprägt ist und durch diese Vergessenheit, dieses Vergessen hervorgerufen wird, der ganzen Tora, damit wir überhaupt hier in diese Welt des Tuns geboren werden können und hier auch handeln umsonst, zu handeln umsonst vermögen. Bechinam. Aus Gnade, wie man es auch übersetzen kann. Gratis, gratia. Und deswegen diese Oberlippe, also Symbol dieser Shomaim, der Himmel. Und die Himmel sind etwas, die sind immer gleich. Da ist die Ewigkeit, da ist alles auf einer Ebene enthalten. Da gibt es nicht dieses Wechselspiel, was es hier auf Erden gibt, wo eben diese, wie gesagt, Oretz, Eretz, dieses Ich will, diese Ich bewege mich, ich renne, ich laufe, wo eben diese Bewegung, dieses Spiel der Kräfte herrscht, das ist im Himmel in dieser Form nicht anzutreffen, beziehungsweise nur als das, woraus dann die Erde fließt, anzutreffen, eben als die oberen Wasser, aber nicht die unteren Wasser. Und dieser Himmel ist also unbeweglich, so wie die Oberlippe sich dann uns auch zeigt, als mehr oder weniger immer gleichbleibend auf einer Ebene, während die Unterlippe das ist, was sowohl beim Sprechen als auch beim Essen, beim Kauen, das ist, was sich bewegt. Die Unterlippe geht mit dem ganzen Unterkiefer natürlich, da könnte man natürlich noch mehr in die Anatomie des ganzen Gebissbereichs, Gesichtsbereichs überhaupt gehen. Bleiben wir bei den Lippen jetzt. Da ist es die Unterlippe, die immer sich bewegt. Die Erde ist es, die in Bewegung ist, während die Oberlippe, der Himmel, ruht. Und die Ruhe,
bewahrt sozusagen. Und trotzdem ist es das Zusammenspiel von beidem, was das Wort ermöglicht, was aber auch das Erleben ermöglicht. Und unser Erleben, schon oft gesagt, ist eben auch eine große Mahlzeit, wo wir aufnehmen. Und es beginnt eben beim Gang durch das Tor der Lippen sozusagen. Diese Grenze, ein Wort für Lippen, Sefa, ist dann auch von quasi derselben Wurzel, also von Sof, das Ende, oder Suf, das Schilfmeer, da ist dann Suf, weil Schilf eben das ist, was am Rand, am Ufer von einem Gewässer wächst. Und auch das Ufer wird genauso auch von dieser Wurzel abgeleitet. Also Ufer, Ende, Grenze auch, Lippen, alles so dieselbe Wurzel. Und auch die Sprache wird dann eben davon abgeleitet. Ein Wort für Sprache, es gibt auch die Lashon, die Zunge, aber auch Safar. Und das ist also das, was erstmal passiert werden muss, von allem, was wir aufnehmen, uns einverleiben. Und danach kommen dann die weiteren Schritte, die Zähne und so weiter. Das, so Gott will, mal eines anderen Tages. Ein guter Freund und Bruder hat gerade gestern am Erev Shabbos, als wir beieinander saßen, uns ausgetauscht haben über die Dinge, mal wieder mich daran erinnert, an dieses Wunder, dieses Verdauungsprozesses, die Zähne, die Rolle der Zähne, der 32, diesem Zahlenwert auch das Level des Herzens und das, was alles miteinander verbindet und vor allem, worauf er da hinaus ist, ist die Rede vom Senfkorn, Senfbaum im Neuen Testament, der aber wahrscheinlich eher nicht der Senfstrauch ist von diesem Gewürz, wie wir es kennen, sondern gerade das, was man auch den Zahnbürstenbaum nennt und die Zahnbürste aus diesen Wurzelhölzern, dieses. Es möge, so Gott schenkt einmal dieser, mein Bruder, nennen wir den Zadik von Karben an dieser Stelle, auch wenn er sich selbst sicher nie so nennen würde. Möge er es eines Tages einmal euch allen, die es interessiert, auftun, dieses Wunder. An dieser Stelle also harter Cut, ich werde jetzt dazu etwas sagen. Aber die Lippen, bleiben wir bei ihnen, also wie Himmel und Erde, Oberlippe und Unterlippe. Und um eine Schöpfung zu ermöglichen, und das soll dann auch der Schlusspunkt für diesen Monolog sein, diese Bet, dieses erste Doppelzeichen von der ersten Sphira von Avraham, also auch dieser Durchbruch aus dem Götzendienst in den wahren Dienst am Shem, am heiligen Namen, das ist, wo Himmel und Erde, die noch eine Einheit bilden, aufbrechen müssen, wo sie auseinandergehen müssen, wo ein Riss sozusagen entstehen muss zwischen Himmel und Erde. Das ist sozusagen der Preis, der gezahlt werden muss, damit überhaupt eine Schöpfung sein kann. Das ist B, B, Bereshit. Das ist der Beginn dieser Schöpfung. Und diese Zweiheit, die der Preis ist für die Schöpfung, für überhaupt den Beginn der Siebenheit eben auch, von diesem Kreislauf der Siebenheit, das ist dann auch das, was in dem Lied vom Lamm, Achad Gadyo, was wir auch schon zwei, dreimal, glaube ich, inzwischen angesprochen haben. Der Preis der zwei Münzen ist, für die der Vater das Lämmlein kauft oder das Zicklein, also das Lamm vom Anfang, dieses Lamm Gottes sozusagen, was für den Preis der Zweiheit erworben wird vom Vater, vom Ov, von der Quelle überhaupt. Und was dann von der Katze, also von dem anderen Ausdruck, was auch die Schlange im biblischen Bild ist, gebissen, totgebissen wird, werden muss, damit dieser Kreislauf beginnt. Dann kommt der Hund und beißt nicht die Schlange, aber die Katze in dieser Geschichte. Dann kommt der Stock und schlägt den Hund und so weiter. Wir haben es schon erzählt. Vielleicht können wir jetzt auch in diesem noch einmal Durchgang durch die Siebenheit auch das hier und da nochmal ansprechen. Bei Avraham also steht die Katze. Das, was überhaupt hier in dem negativen Bild für die lange Reise sorgt, sozusagen. Wie das Gespräch im Garten auch, das Gespräch mit der Schlange, eben die lange Reise bewirkt. Aber wie wir schon oft angeführt haben, sie ist nötig, damit wir überhaupt alles aufnehmen können, damit wir uns bewähren können. Und am Ende, wenn wir dann die Siebenheit erreicht haben und die Sieben erreicht haben in dieser Siebenheit und sie dann aber durchbrechen, nicht in ihr verharren, sondern durchbrechen an den achten Tag, dann haben wir uns bewährt und dann können wir auch unsere Aufgabe sozusagen vom Urbeginn, nämlich alles zurückzuführen als Menschheit, die ganze Schöpfung um uns herum in uns selbst wiederzufinden, diese Illusion der Gespaltenheit zu überwinden
ohne uns selbst zu verlieren, wohlgemerkt, nicht dieses rein ozeanische Gefühl, von dem schon die Rede war, sondern das ist nur sozusagen ein erster Vorschatten dieses wunderbaren Erlebens, sondern es geht weiter und es geht immer weiter. Und die verschiedenen Hallen des Himmels, durch die wir schreiten, mit vielen neuen Herausforderungen und Prüfungen noch. Und jedem stellt es sich auch ein bisschen anders dar, aber wenn man davon erzählt, erkennt man hier und da wieder, was jemand anderes erlebt hat und beschreibt, davon erzählt. Und es ist umso wunderbarer, wenn man es dann an sich selbst leibhaftig sozusagen erlebt. Ich denke, das waren doch auch wunderschöne Abschlussworte für diesen Monolog hier am Beginn des ersten Tages der Woche, der ja auch der achte Tag ist. Vorhin hier Havdole gesagt, gemacht, Havdala, die Unterscheidung, Bein Or Lachoshech Uvein, Yom HaShevari, die Unterscheidung zwischen Kodesh und Chol, Kodesh und Chol. Zwischen Heiligen und Unheiligen, zwischen dem Abgesonderten und der Vielheit des Sandes, des Profanen. Aber doch immer das Gedenken, dass dieser Durchbruch in den ersten Tag der Woche wieder auch diese Ahnung vom achten Tag uns geben soll. Und so die Rückverbindung von Malchut zu Keter, Keter Elyon, der allerhöchsten Krone. Anklingen lässt, den Duft ein wenig verströmt. Deswegen riechen wir auch bei der Havdala an etwas Wohlriechendem und deswegen, ja, ich rauche natürlich an vielen Tagen der Woche gerne mal eine schöne Pfeife, aber erst recht nach Beendigung der Havdala und zu Beginn dieser neuen Woche also. Baruch Hashem, gelobt sei der heilige Name des ewigen Gottes. Aber am besten nicht in diesen Worten, die ich hier spreche, sondern durch unser Tun und Lassen. Halleluja. Bis zum nächsten Monolog, so Gott will. Dann zu Yitzchok und der zweiten Sphira, Gvira. In diesem Sinne, Shalom Aleichem.